Ladies and Gentlemen, ein herzliches Willkommen zurück zu unserem ultimativen, kranken, voll, unglaublich geilen, fetten Mega-Koop. Ich meine, kannst du übertreiben, aber passt schon. Ja, der erste Folge war es, glaube ich, noch ein bisschen heftiger. Doch, nee, wir mit den Kollegen aus der letzten Folge, mit dem Swaggy, dem Phil und. Okay. Soll ich machen? Also, am Start ist der Leon, IceGames.de, Determined of 1, das bin ich, Mulchan, Tobi, Servus. Dann der letzte Mal Phil, ne? Justin. Tatütata. Die Feuerwehr ist da, der Semi ja. Und der Swaggy. Jo. Hammes. Jo. Nee. Ne? Nee? Nee. Moin. Hat sich jemand benachteiligt gefühlt? Ja, ich. Ja? Also ich nächste Mal okay. Die Ansage machen. Na, ich kann das doch voll gut, oder nicht? So, bei uns sind jetzt... Schreibt sie die Kommentare. Warte mal, Kinder, mein Spiel hat sich gerade verabschiedet. Oh. Warum hat sie das Spiel verabschiedet? Keine Ahnung. Gott, was geht ab? Kannst du hinterher schon und das Qualifying mitfahren? In der Theorie? Ja. In der Theorie kannst du das. In der Theorie. Alter, ich joine. Den Toro Rosso sehe ich, der passt super. Das schöne Blau, das sieht man direkt, dass es ist. Wir haben jetzt ein paar Mods hier drin, ne? Richtig, bei einigen. Bei mir findet halt nur die. Ja, moin! Yay, Zuschauermodus! Jetzt gehen wir auf dein Auto und dann wird es klappen. Das heißt, Leon startet von hinten? Nee, du musst es auf dem Fahrrad klicken können, dann klappen eigentlich. Ja, stimmt, das gab's ja und auch dann mal. Dann auf Viereck, ja. Keine Ahnung, was du fährst. Logitech Grand Force. Ah, ja, hier. Nee. Hab's, passt. Sehr gut. Gut, oh passt. Nein, ich hoffe jetzt ehrlich mal, dass hier nichts nochmal passiert. Ganz Bochum geht. Also, das ist der neue Haas von Roman Christian. Das große Feuer von Bochum. Da geht in die Geschichte ein. Ja. Oh mein Gott, jetzt passt's ja. Wo war denn der Gewitter? Wie das große Feuer von London, nur das große Feuer von Bochum. Ja, also für die anderen Zuschauer, die Zuschauer von Leon kennen es anscheinend, ich weiß es gar nicht mehr, zweimal ist es angeblich bei uns auch in der Aufnahme passiert, dass, ich bin bei Freiwilligen Feuerwehr und deswegen gerade ging der Piepser und deswegen musste ich dann weg, beziehungsweise in der anderen Aufnahme halt, also in Australien. Ui. Aber jetzt bin ich wieder. Und ja, und jetzt hoffen wir mal, dass nichts passiert. Ich sag gerade auf, dass du fast in die Wand fährst, ja? Ja. Ich habe eine andere Nummer drin, okay? Nee, die Nummer ist gleich, wenn mir 26 steht vorne drauf. Ne, bei mir ist es die 55 anstatt die 91. Keine. Na, dann hast du die normale Science-Nummer. Ja, ist ja wurscht. Wir mussten ein bisschen rumexperimentieren. Bei manchen Skins kann man einfach wie in den früheren F1-Teilen einfach Copy und Paste drücken. Und das geht. Und beim anderen braucht man den Ego-ERP-Archiver. Damit die Dateien klappen. Das habe ich sauber hinbekommen, aber mit einem Force-Innen-Renault nicht. Deswegen lasse ich das einfach, sonst geht mein Spiel kaputt. Richtig, dann deswegen ist bei dir wahrscheinlich gerade das Spiel abgespielt. Nee, sonst wird er wieder rausfliegen. Ja. Nee, kann aber. Ich meine, durch Modden läuft das Spiel als scheiß instabil, das stimmt schon. Obwohl es eigentlich nur Skins sind, ja? Es sind nur Skins. Ja, das ist bitter eigentlich. Ja, aber du weißt nicht, was sonst in den Dateien drin steht. Da kann doch noch mehr drin stehen als nur die Skins. Ja, vor allem die Skins sind irgendwie mindestens zwei, wenn nicht drei mal im Spiel. Irgendwie auf die lange links zu? Oder ist schon was? Lange links, Ende 2006. Ja, okay, du kannst ein bisschen Abstand nehmen, dann... Ja, ich musste gerade ans Handy, deswegen hatte ich gerade einmal mein Handy am Steuer. Ja. 40 Euro einfach im Fanspot. Alkoholisiert! Hallo, und wie? 400.000 Euro Strafe und plus ein Strafe. Bin ich jetzt noch gestern hinter einem hergefahren am Handy, weil man so gesehen immer wieder auf die andere Fahrbahn geraten ist, ja? War das abends oder war das am Tag? Nee. Also späterer Nachmittag. So! Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier auch mal nach vorne komme. Nicht so wie ich gehört habe, mein Kollege ganz hinten da in Australien gelandet ist. Ah, Fahrräder war. Ganz hinten, willst du dich verarschen? 13. oder sowas, ne? Elfter. Nee. Elfter? Ja, ich bin keine Elfter Punkte. Geworden. Scheiße, Mann. Ja, weil der Hamilton mich wieder rausgehauen hat. Ja, wo war der andere Ferrari? Der war Hamilton. Noch auf 22. Ja, immerhin, die müssen ja, stimmt. Stimmt, war eine zweite Ferrari, ne? Ja, der zweite Ferrari, der dachte sich so, ey komm, das ist gar nichts für mich, hier wäre es ja locker Erster geworden. Ey. Ich wollte euch mal ein Erfolgserlebnis jetzt gönnen, jetzt werdet ihr sehen, was die ganze andere Saison sein wird, dass ich immer Erster bin, also... Ja, das will ich auch sehen. Das will ich sehen. Ferrari, Vorteil, vielleicht? Also Grosjean legt schon mal vor, da gehst du schon mal nicht auf der 1. Oh mein Gott, die Kurve komplett verhauen. Na, meine Runde ist auch nicht so gut. 1,32, 1 sauber.
Also überhaupt nicht, ich muss jetzt erstmal in die Strecke wieder einfinden. Also Zweck ist momentan der beste von uns. So viel besser fahren als Australien, ich finde das so viel besser. Findest du? Fahren wir ohne Traktionskontrolle. Da gehört Bahrain mit einer der Strecken, die scheiße sind. Ah, fuck. Vierter. Oh, das heißt immer noch Fick, Leon. Ich kann mich nicht so viel gleichzeitig konzentrieren. Max. 33,6. Das war eigentlich ein schlechter Job für dich. Am Mulchen höre ich doppelt scheiße. Ich bin Platz 2 mit einer 33,2 und bin Zweiter. Ja, wer ist denn da? Der Hamilton, Alter. Der hat sogar schön Platz gemacht. Was hier los? Wird der noch freundlich? Nee. Ricciardo macht keinen Dreck. Nee, der macht Speck. Herr Hamilton, bitte Platz machen. Ah, und schon verkackt, ey. Kurve 10. Der Ricciardo hat mich so aufgehalten, ey. Lächerlich, ey. Ah, oh, fuck, das ist so programmiert hier, wenn du nur ein Qualifier machst, beziehungsweise das kurze Qualifying, eine Stelle runter und die fahren langsam in die Box rein. Oh, Leon, auf der 2! Ja, aber die Runde war echt gar nicht so gut. Hat zwei Kurven fahren. Ich lass dich gleich vorbei, Justin. Was? Ich lass dich gleich vorbei. Achso, du bist das vor mir. Ich dachte schon, das wäre die KI wieder, ey. Wollte mich schon aufregen. Nee, danke. Das siehst du ja an der Minimap. Ich bin ein weißer Punkt. Naja, darauf habe ich auch nicht geachtet. Die KI ist grau. Gerade auf die Strecke. Ja. Ricciardo, nicht langsam machen. Was bist du gefahren, Philipp, mit 33? 33,2. Ja, ich hatte auch, aber außerdem zu viel Benzin mitgenommen. Ich dachte, es wäre eigentlich weniger. Jetzt bin ich jetzt 32,4 gefahren. Oh. 32,4 im Toro Rosso. Ja. Olle. Leon, Olle. Was bist du gefahren? 1,32,5. Okay, knapp. Naja, ich fahr später noch mal eine, das klappt bestimmt. Ja, ich fahr noch mal eine. Bei dem Superstar bin ich jetzt zwei Runden gefahren. Boah, der erste Sektor ist bei mir richtig schwach, ey. Ja, der Toro Rosso gefällt mir richtig gut, ey, mit dem Blau. Findest du gut, ja? Find ihn gut. Find ich auch gut, ich find die Onboard richtig geil. Also du fährst dann mit der Standard, ich fahr ja mit der... Der versetzt, aber die geht auch, muss man ausprobieren, Philipp, die versetzte. Warte. Kannst du kurz machen? Ja, dann seh ich ja ein bisschen mehr. Ja, dann siehst du ein bisschen mehr, hast recht. Also, der normal. Ich hab sie ja. Wie lange haben wir noch Zeit? Über 5 Minuten, würde ich mal sagen. 11. Also, ich hätte es vorhin gesagt 10. 11. Ja, viel zu viel Runden, viel zu viel Benzin mit. Wie Leon in der ersten Runde. Ich habe 6 oder weniger. Die Reifen. Ich fahre mal auf den Zoff kurz mal raus. Puh, ich gehe jetzt erstmal in die Box. Ich weiß nicht, ob ich den Zoff... Pause. Mal, also im Liga-Rennen, das war bei uns, das war auch ein Reifen-Massaker, das Rennen. Also ich glaube, ich muss eben die Zeitung rennen nochmal aufs Klo. Boah, ich kann aber echt nicht beurteilen. 30,7 bin ich gefahren. Ich meine jetzt in Strategie, ich glaube, Super Soft. Super Soft, Soft, Medium. Alter, Leon, boah, ist ich glaube, das vor mir hier so, in der Box. Mit dem Toro Rosso geht das, glaube ich, auch. Ich weiß nicht. Jo, Hamilton. Ich fahre einfach raus, komm. Also, die fahren, glaube ich, hier. Sonst fahre ich immer 30 hoch. Ja, die KI ist auf Ultimate schon nicht schlecht. Bin mal gespannt, was Schweggy wieder wird. Schweggy. Wer ist Schweggy? Aus der Mitten gefahren? 31,8. Lappen. Ey, du bist der Oberlappen. Und der Milchmann. Top 10. Notieren. Steht ja sogar im Dokument. Ja. Ja, es geht sogar AKA im Dokument. Milchmann. Ja. Danke. Ah, diese Strecke ohne Traktionskontrolle ist nicht so schön. Nee. Mit welchen Pfeifen fährt der Justin eigentlich? Mit fast allem. Okay, mit allen. Mit fast allem. Ich glaube, Traktionskontrolle ist bei mir auf halb. Auf Mitte, also. Ja. Boah.
So, wie sieht's denn aus? So einer schlechten Null noch Elfter, wow. Oh, was bist du denn auf der 11? Ist auf Soft gefahren? Mal. Ja, natürlich. Ja, super Soft, mit ganz mit Mager gefahren. Kennt mich, du machst es immer so, du fährst erstmal eine langsame. Und jetzt Leon, was ist mit dir? Du bist 28, erster Sektor? Nee, ich will, geht auf Soft. Ja, Gott, was? Na, Leon hat Bock. Sektor best seit dem ersten, ey. Oh mein Gott, Leon. Erste? Ja. Oh ja, stimmt. Und jetzt aber alles im zweiten und im dritten auf mich. Ja, im zweiten habe ich auch die eine schnelle rechts-links voll verhauen. Da ich locker 2/10 verloren. Tobi nur 9. Wo ist Swaggy-Leinchen? 10. 12. Mit super soft. Lageres Gemisch. Ja, egal. Mir wurscht. Aber ich überlege aber echt, ob ich nochmal einen neuen Satz Reifen anbreche. Mach ich auf jeden Fall. Eine Sache ist, du hast ja fast nichts mehr fürs Rennen hier. Wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung. Ja, warum? Haben wir genau ausgewogen? Ja. Weich. Ich hab härter genommen. Nee, ausgewogen. Ich auch. Ich hab auch härter genommen, weil ich es genau weiß hier. Liga-Rennen. Ich hab ausgewogen, wie immer. Ach, sei doch ausgewogen in Russland? Könnte man schon weicher nehmen, glaube ich. Ich bin aber gespannt, denn, ob das vielleicht ein kleiner Kampf wird. Ich bin so frei, ich brauche gar nicht erst. Boah, geil wär's, ne? So erste Kurve, batz, beide weg. Batz weg. Leon hat der Crash Kitty. Ey. Ey. Aber noch habe ich nichts Schlimmes gemacht hier in der Saison. Swaggy ist ja Maldonado, wa? Ja. Warst du voll auf der Strecke, ey? Was los? Dein Spitzname in der Liga. Warte, mal gucken, wann das erste Regenrennen kommt. Da bin ich aber gespannt. Das kommt wahrscheinlich direkt danach. Aber der Force India sieht echt geil aus. Der Force India geht doch mit der Lackierung, die sie jetzt haben, wenn diese komische Haiflosse da ab ist, dieses komische lapprige Ding da. Was Swaggy, du bist auf keine schnellen Runde, oder? So, ah, ja, so ugly aus, weil das so... Good. In Lab und auch nicht schön aus. Der McLaren hat aber in Onboard auch ein bisschen was, finde ich, mit dem Orange. Ich finde, ja, da sieht es echt okay aus. Onboard sieht mir hat das Grau besser gefallen, die Onboard. Aber wie lange ist noch mal circa 50% Rennen von der Zeit? Ja, wir sind jetzt gerade eine Dreiviertelstunde gefahren. Was, wie geht normalerweise geht ein 100% in 1,5 Stunden bis 1 Stunde. Ah, ruhig, warum höre ich dich jetzt doppelt? Ah, okay. Ja, ich höre dich auch doppelt fest. Auf geht's. Ich habe glaube vergessen, alle zu muten. Ja, auf. Ah, ich habe zu viel Sprit mit. Fuck. Den Haas finde ich auch nicht so schlecht. Ja, ich finde, hier im Spiel sind die Autos echt schick eigentlich. Das ist jetzt schlimmer, wenn ich mich doppelt hört? Jetzt habe ich dich zum Beispiel nicht doppelt gehört. Auch nicht. Okay. Komisch. Also im ersten Nächsten Legacy gehe ich nochmal raus KI und schalte nochmal alles stumm. Wenn ihr das wollt. Dann könntest du aber ein Schadenproblem haben. Ach was? Hat Leon vielleicht auch. Ich? Ja, weil du nachgejoint bist, hast du vielleicht einen verzögerten Start. Ach Gott. Kann sein. Kann aber noch die Zeiten, wo man nachgejoint ist und als erstes gestartet ist. Leon, willst du nochmal wissen? Leon will. Ja, ich glaube, ich probier's gleich nochmal. Musst du nochmal heimlich üben? Wie wär's? Hattest du eigentlich vor? Ich? Heimlich üben? Nö. Ja. Verein nicht, Tierstrecke kann ich. 12. Platz hätte er gar nicht. Was muss ich denn fahren für, keine Ahnung, 7, 8, 6? 32 hoch, 32 Mitte. Ist gerade immer in der Box? Ich nicht, ich bin gerade ausgefahren. Aber ich liege jetzt mit 32,5 auf der 4. 32,5? Ja. Und Philipp 32,4. 4, eine Zehnte. Okay. Wer ist da vor mir, den lass ich nicht vorbei, Alter. Wer ist hinter mir, lass ich nicht vorbei. So, Konzentration jetzt. Eine Runde. Qualifying wird immer ruhiger sein im Rennen, dann fängt an Leon zu fluchen. Wenn, letzten Mal.
Das sah irgendwie komisch aus. Die waren beide nebeneinander, weil Hamilton dann die Kurve kriegen musste, weil die nächste Kurve war eine Rechtskurve. Ist er dann so ein bisschen nach links gezogen. Wie, gelb ist vor mir. Wer ist denn da vor mir? Das ist KI. Ja. Die langsam fährt. Wahnsinn, ich mag Nuss. Wer ist denn hier gerade auf der zweiten DS? Ich. Bist du auf der schnellen? Nö. Okay. Aber du kannst ein bisschen schneller machen, weil dahinter kommen ganzen KI-Fahrer. Und die machen nämlich gleich keinen Platz. Deswegen gib mal Gas. Oder willst du mich vorbeilassen? Kannst du auch vorbei. Okay, ich fahr vorbei. Moin. Servus. Ich finde das gut, dass man sieht, wo die anderen sind mit den weißen Punkten. Ja, absolut. Mhm. Oh, fuck, zu früh für die erste. Und das war's mit der schnellen Runde. Glückwunsch, Philipp, bis vor mir. Ich bin 7/10 schneller als in der Runde davor. Nee, die Runde ist scheiße. Kacke. Naja, 3/10 langsamer. Ein Versuch noch. Simi, was für eine Zeit bist du gefahren? 33,1. Okay. Okay, es wird knapp. Wo seid ihr so alle bin ich schneller. Auf welchen Plätzen? 5, 3, komm. Warte, hast du gerade soft gesagt? Mhm. Die Runde wird gut! Komm! Ja! Was? Oh! Ja! Was ist los? 1:32.0. Was? Nice. Okay. Oh, Alter! Was ist denn hier los? Sehr schön. Ich hab, boah, da, mein ich hab Kopf. Da alles rausgeht aus dem Wagen. 3, 4, 5. Nice. Und wir sind alle unter den ersten 10. Nice. Hi, Leon. Und 8 von 10. Ach, hi. Ich bin jetzt 32,7 gefahren, Philipp. Ich hoffe, dass da noch einer. Okay. Und Achter. Vielleicht. Och nee, jetzt ist vor mir kompletter Schau. Ach du Scheiße. Die sind alle rausgefahren, ich überhole die jetzt einfach wieder. Ich fand, will noch eine fahren. Ricardo, fahr, geh weg da. 31,8. Ja, altes, ganz klar. Aber das sind interessant gleich. Leon 3, ich 4, Swaggy 5. Oh mein Gott. Wo ist Simi? Mich, Mann, 8. 10. Ich bin auf der 8. Verkehr, Justin auf der neuen. Aber Swaggy wieder mit den Soft-Reifen. Ja, das habe ich mir momentan so angewöhnt, zu den Herzen zu starten. Alter, durch den Verkehr und trotzdem bin ich noch schneller als in den anderen Runden bei mir. Alter, was ist hier gerade los? Leon, das wird ein Fight geben. Das wird ein Fight. Das glaube ich auch. Okay, komm nicht. Da ist die KI. Moin. Kurve? Bitte Kurve? Nein. KI. 9. So. Also die vor der... Ja, die schräg unter links. Ich bin auf der Stelle jetzt. Dann fährst du in die Box. Oh, letzter Versuch. Oder warte. Nee. Ich mach lieber nicht. Ich hab ja schon die Hoffnung, dass irgendein KI fahren. Tobi, wir müssen uns strecken hier mit dem Toro. Ich fahr lieber nicht. Ich fahr lieber nicht noch eine Stelle, weil... Die Reifen. Aber Alter, knapp an der Pullzeit, 13. So Leon gerade mal ein. Bist du gefahren, Philipp? Ah, stimmt, scheiße. 32,2. Holst du noch 15. raus? Aber rein. Fährst du auch in jemand? Mein Ding. Nee. Philipp, fährst bin du jetzt noch? In Lab. Nee. Bist du in der Box? Ja. Nice, Magnus, nice. Armes Leon, ey. Ich bin jetzt auch in der Innenlip.
Ich hab da, ich fahr, also ich Spannung fahr da lieber, ist hier garantiert. Boah. Ich fahr da lieber keine zweite noch wegen den Reifen. Pascal Wellen ist qualifiziert. Top. Und Leute, Alter. Boah, Leon, Schlusssektor. Jungs, Hamilton Gritsch. Warum was damit? Ich sehe gerade nicht. Hamilton was? Hat eine Gritsch-Strafe. Yes! Zweite! Zweimal, Alter, geil. Ja, da haben ordentlich welche. Also, Van Dorn an der Strafe, Wähler Motiver disqualifiziert, Hamilton hat zweimal Positionsstrafe. Hamilton von 10 also. Geil. Und von 11? Von 11 denn genau, von 11? Kommt drauf an, wie viel er bekommt. Alter, was der gefällt mir mit dem Blau? Kannst du von außen nochmal an? Da ist er, die Red Bull Dose. Ah ja, stimmt, der dritte Sektor. Doch. Wow. Sieht von außen noch viel geiler aus. Ulrich ist der Letzte. Aber Alter, ich fahre die Boxen gibt auf. Kann es echt sein, dass wir echt alle sehr eng zusammen sind. Außer Swaggy, weil der mit den Softreifen fährt. Scheiße, stimmt. Er fährt aber auch ähnlich schnell dann. Ja. Ja, ich hätte das Reifen schon davon. Also eine 1 ist nicht möglich, das ist schon klar. Nö, also ich gebe auf. Wir gehen mit einem Stop im Ziel. So. Toro Rosso mit Aussichten. Wird durchgeswitcht bei mir? Ja, bei mir auch. Disco. Ah, Lance Stroll, der Finne. Also, ihr seht ja noch ein paar Onboards. Von den Teams. Mercedes brauchen wir nicht, Red Bull brauchen wir auch nicht. Da ist der McLaren. Wir sind schon einmal durch. Haas. Ja, Verstappen wird gerade noch aufgehalten. Von irgendeinem Haas. Von Grosjean. Ja, hat wir noch nicht. Ja. Ist er während der Box? Ey, ich schwör, der McLaren hat sich. Nein. Haben alle aufgegeben? Ja. Ist das Qualifying beendet, geht bei mir. Aber es wird immer noch durch. Keine Ahnung, was kommt. Da sind noch 13 Sekunden. Runde 3 bei mir. Runde 3. Runde 4. Da kriegst du irgendwann Augenkrebs von, ey. Easy. Kann gar keiner. Davon wird man high. Nein, wird alles durchgeswert. Ah, jetzt. Ah, okay. Ah, das wird schon spannend. Zweimal Zehntel. Oh mein Gott. Alter, Bottas, eine halbe Zehntel. Alter, willst du mich verarschen? Wir sind genau dieselbe Zeit gefahren. Was? LOL. Aber Tobis Zeit ist höher einzuschätzen, weil er ja mit einem schwächeren Wagen fährt. Nee, ich hab's ja zuerst gefahren, die Zeit. Aber Swaggy in der 32.5 im Force India. Doch, den müssen wir mal, glaube ich, in McLaren reinstecken. Nee, ich würde sagen, wir streichen hier mal die Ideallinie. Oh. Ja! Nein. Für das Projekt kannst du es machen. Ja, okay, nächstes. Für das Projekt können wir das wirklich mal machen. Weil für den Semi passt der Force India. Ich kann euch vorstellen, dass ich vielleicht Mittel fahre nach der nächsten. Vielleicht Mittel und ohne Ideallinie. Weil die Ideallinie macht viel aus, die kann viel ausmachen für jemanden, der das nicht gewohnt ist. Ja. Könnte mir eine eigene Mittel zu fahren. Wenn ich Mittel fahre, bin ich bestimmt eine Sekunde langsamer oder so. Du kannst mittlerweile mit einem Controller auf Mittel schon fast Vollgas drücken. Du musst nur in manchen Kurven aufpassen, so wie die lange Linkskurve oder so. Hier im Bach rein, die ist ekelhaft. Auf Mittel ist die ekelhaft und auf raus ist die noch ekelhafter. Weil wir wollen ja auf einem die ungefähr fahren, das kommt sonst ungefähr hin. Weil du bist mit den Softs. Du bist fahren können. Du bist der 6 Zentimeter schneller als dein Teamkollege.